Hallo meine lieben Dampferinnen und Dampfer und willkommen zurück zu Dampfdealers. Heute gibt es mal ein anderes Video auf meinem Kanal, etwas sehr Spezielles, was mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet. Denn ich darf heute mein Kindheitsidol treffen. Viele von euch kennen ihn vielleicht noch aus der Bundesliga, von der Nationalmannschaft, von diversen TV-Auftritten, heute als Fußballexperte, als Tänzer vielleicht oder gar auf seiner Bühnenshow. Die Rede ist von Mario Basler. Passend dazu, dass es demnächst auch oder jetzt mittlerweile sogar Liquids und Aromen für die E-Zigarette gibt, passt das natürlich wie Arsch auf Eimer auf meinem Kanal oder wie das Runde in das Eckige. Deswegen möchte ich jetzt voller Stolz sagen, herzlich willkommen Mario Basler. Hallo, hi. Hi, servus. Sorry, dass meine Stimme ein bisschen zittert, Leute. Ich bin fürchterlich nervös. Ich bin seit meiner kleinsten Kindheit ein Riesenfan. Und heute werde ich ihm ein paar Fragen zu seinen Aromen stellen, zur E-Zigarette, aber natürlich auch zum Fußball. Denn gerade erst ist die EM 2020-21 fertig gespielt worden. Lieber Mario, wie bist du eigentlich auf die E-Zigarette aufmerksam geworden oder wie bist du überhaupt in die Thematik gekommen, dass es sowas wie eine elektronische Zigarette gibt? Ja, es gibt ja seit längerem schon auch in meinem Umfeld Leute, die oder Freunde, die eine E-Zigarette rauchen, die dann irgendwann mal gesagt haben, man riecht nicht mehr so nach Rauch, im Auto ist es einfacher zu Hause. Lässt die Frau eine E-Zigarette zu, aber keine normale Zigarette. Und dann ist man natürlich mal da drauf, oder habe ich selbst mal die Idee gekriegt, mal eine E-Zigarette zu probieren. Es ist zwar nicht das richtige Rauchen, aber es hat schon viele Vorteile. Also jetzt mittlerweile ist es so für mich, ich bin ja viel im Auto unterwegs und ich rieche nicht mal, wenn ich aus dem Auto aussteige. Mein Auto riecht nicht. Deswegen haben wir die E-Zigarette mal entwickelt oder entworfen und ich bin total stolz drauf. Wie gesagt, du hast viele Vorteile einfach. Ich darf zu Hause im Wohnzimmer vom Fußball spielen, darf ich zum Beispiel meine E-Zigarette rauchen, lässt meine Freundin zu, aber die normale Zigarette nicht. Und deswegen ist es ganz gut und es ist ja auch für die Gesundheit ein bisschen besser. Also man kann ja selbst wählen, ob man mit Nikotin möchte, ohne Nikotin. Von daher ist es auch so, dass es natürlich auch noch für die Gesundheit etwas Gutes ist. Und man muss nicht dabei aufhören zu rauchen. Man kann eine E-Zigarette rauchen und ist auch noch für die Gesundheit ganz in Ordnung. Das heißt, du benutzt weiterhin ganz normal beides, nutzt die E-Zigarette sozusagen dann, wenn du normalerweise eben nicht rauchen kannst. Ja, es ist ja mittlerweile so, dass sie ja... Irgendwann wird es wahrscheinlich so kommen in Deutschland, dass man fragen muss, ob man noch rauchen darf oder wo man sich eine Zigarette anstecken darf. Nein, Spaß beiseite, es ist halt so, wie gesagt, ich sitze halt gerne, wenn ich samstags Fußball gucke und es sind spannende Spiele, dann ist es natürlich auch so, dass ich nicht alle 10 Minuten da rausrennen will und da könntest du ja was verpassen im Fußball. Und so ist es natürlich entspannt. Du kannst deine E-Zigarette ganz gemütlich rauchen, kannst ein Fußballspiel komplett gucken. Du kannst auch mal in einem Restaurant mal schnell an der E-Zigarette ziehen, weil es keiner mitkriegt, keiner sieht oder keiner riecht etwas. Und von daher hat das ganz, ganz viele Vorteile. Und deswegen bin ich froh. Und vor allem im Auto. Wie gesagt, das Auto ist nicht dreckig. Ist ja jedem wahrscheinlich schon mal passiert, dass man ein Brandloch hatte. Und das kann da halt da nicht passieren. Und deswegen ist es so, dass ich total froh bin, dass wir das gemacht haben. Sehr, sehr cool. Was war eigentlich, weißt du noch, welche E-Zigarette die erste war, die du in der Hand gehalten hast? Wenn du das Modell kennst, super. Nee, ich kenne das Modell nicht. Wir hatten aber so eine... Aber die war gut. Die war gut, aber die jetzige ist besser, weil da auch natürlich das Rauchen noch mehr so im Vordergrund steht, weil du einen Filter drauf machen kannst. Es ähnelt ja einer Zigarette zwar mit Liquid, aber wie die erste jetzt war, das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Zu eurer Information, das Gerät, das Mario Basler benutzt, gibt es derzeit noch nicht auf dem Markt, aber es gibt was Vergleichbares, damit ihr mal ungefähr euch vorstellen könnt, warum es da einen Filter oder sowas gibt. Da ist so ein Mundstück, das sieht aus und fühlt sich an wie ein Zigarettenfilter, was natürlich gerade für Menschen, die E-Zigarette, Plastikmundstück, Metallmundstück, möchte ich nicht, Knöpfchen drücken, wer sowas ablehnt, ein Gerät mit Zugautomatik und eben so ein Filterköpfchen, dann werden die Ausreden immer weniger, ja. Dann kann man vielleicht noch sagen, der Akku ist leer, da kommt dann aber ein Etui, wo man das Gerät unterwegs noch laden kann. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Genau. Hattest du schon mal sowas, dass du bei einem Interviewtermin oder eben bei einer Sendung wie beim Doppelpass oder sowas jemand gesagt hat, boah Mensch, musstest du jetzt noch vorher eine rauchen, das stinkt? Naja, es gibt ja viele mittlerweile und die schlimmsten sind ja die
dann irgendwann mal die geraucht haben und dann komplett aufgehört haben, vielleicht auch aus gesundheitlichen Problemen. Das sind ja meistens dann die Schlimmsten, ne? Die regen sich über jede Kleinigkeit auf. Aber das sind sie ja bei mir völlig falsch, weil mich interessiert es nicht, ob irgendjemand meckert oder sonst irgendwas, sondern ich rauche meine Zigarette wann und wo ich will. Und wenn das jemand stört, dann muss er halt 10 Meter weg von mir und kann dann über Megafon sich mit mir unterhalten. Oder muss ich gar nicht mit mir unterhalten, weil ich bin Raucher. Ich bin auch bekennender Raucher seit langen, langen Jahren. Aber wie gesagt, mit der E-Zigarette, den Vorteil hätte es dann, wenn ich die rauche, dass die Menschen dann sich nicht mehr beschweren können, dass es stört. Er beantwortet meine Fragen ganz von selber. Ich brauche gar nicht weiter nachhaken. Das läuft doch schon mal sehr, sehr gut. Cool. Dampfst du eigentlich mit Nikotin? Ja, ich habe noch Nikotin drin, also ich dampfe mit Nikotin und versuche das aber natürlich auch jetzt halt ein bisschen zu reduzieren. Ne? Ich bin natürlich auch schon ein bisschen an den 50ern. Ü30 wollte ich gerade sagen. Fast, genau, aber ich werde jetzt 53 dieses Jahr und man sollte natürlich schon, oder ich versuche natürlich schon, das auch ein bisschen zu reduzieren. Und das ist ja auch der große Vorteil. Du kannst ja selbst für dich entscheiden, wie viel Nikotin du drin haben willst. Und im Moment rauche ich noch 12, aber ich versuche das jetzt zu reduzieren auf 6 und dann vielleicht dann auch auf 3 zu kommen. Ganz ohne Nikotin wird es wahrscheinlich bei mir nicht gehen. Nee, möchte ich auch gar nicht. Muss aber auch gar nicht sein. Wenn man das so ein bisschen, und das ist der Vorteil, dass man reduzieren kann und kann selbst für sich dann entscheiden, wie viel brauche ich, wie viel nehme ich. Und das ist ein großer Vorteil. Sehr, sehr cool. Also man merkt schon, er ist in der Materie drin, er kennt sich aus, er hat sich gut beraten lassen und benutzt das. Was mich übrigens sehr, sehr freut und sehr, sehr stolz macht, dass ein Mensch, der in der Öffentlichkeit so bekannt ist, auch wirklich zum Dampfen greift. Also sollte vielleicht ein kleines Vorbild für euch da draußen sein. Abschließend, bevor ich mal ein bisschen Abwechslung in die Fragen bringe, was ist so dein Lieblingsgeschmack oder was dampfst du gerne oder was könntest du dir vorstellen, sehr, sehr gerne zu dampfen? Ja, wir haben ja Schwarz-Rot-Gold haben wir ja gemacht, die Deutschlandfarben. So, den Schwarzen haben wir als mit Tabak. Der Rote ist der Fruchtmix, der mir persönlich am besten schmeckt. Und dann haben wir noch den Zitronenkuchen gemacht. Das ist dann der Goldene, das Schwarz-Rot-Gold. So, dass wir alle drei Farben abgedeckt haben in den Deutschlandfarben. Und ich persönlich, wie gesagt, ich bin bei dem Fruchtmix, der mir im Moment so am besten schmeckt. Der Zitronenmix, der Zitronenkuchen ist auch etwas, wo ich sage, ja, der ist auch richtig lecker, aber im Moment bin ich so bei dem Fruchtmix. So geht es übrigens sehr, sehr vielen Dampfern. Die dampfen sehr, sehr gerne etwas Sahniges oder Kuchiges zwischendurch, auch mal gern zum Kaffee übrigens. Ja. Aber täglich, wir nennen das auch mal All-Day-Geschmack, ist dann meistens tatsächlich, also der rote Beerenmix ist so was ganz Berühmtes und Beliebtes. Darf ich das eigentlich mal ganz kurz zeigen, wie schön das geworden ist? Sehr, sehr gerne. Ich muss euch das wirklich zu Hause... Hast du schon mal gezeigt im Livestream? Hast du schon? Ja. Aber ich muss es trotzdem noch, ich bin total stolz, weil ihr mir heute ja das Ding mitgebracht. Es ist so schön, wenn man das aufklappt. So, warte mal. So, es ist doch toll. Das ist doch einfach nur cool, wenn man dann hingeht. Und das in meiner, in Deutschlandfarben haben wir das schön gemischt. Und ich finde das total cool. Das kriegt jetzt meine Freundin neben ihr Bett gestellt. Immer wenn ich wegfahre, muss sie mich so aufklappen. Habe ich bei mir daheim versucht, ging schief. Habe ich im Müll gefunden. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, um dich nicht mit E-Zigaretten hier voll zu quatschen, wir machen ein bisschen eine Abwechslung rein, denn unter euch sind bestimmt auch sehr, sehr viele Fußballfans. Wie gesagt, die EM ist ja gerade vorbei und gestern hat Italien das Finale für sich entschieden. Ich persönlich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich jetzt doch ein bisschen traurig bin für die Engländer, bin ich irgendwie definitiv, gab aber ein paar Vorfälle, wo ich mir gedacht habe, irgendwie bin ich jetzt doch mehr für die Italiener im Endeffekt. Aber ich bin mal gespannt, was Mario Basler dazu sagt. Hast du das Finale gestern angeschaut? Ja, natürlich. Nur die Frage eigentlich. Ja, nee. Gut. Ist nicht zwangsläufig, wenn man Fußballer ist, dass man dann ein Endspiel anguckt mit Italien gegen England. Deutschland wäre schöner gewesen. Aber das haben ja die Engländer verhindert. Oder wir Deutschen haben selbst verhindert, unsere Nationalmannschaft hat selbst verhindert, dass wir nicht im Finale gelandet sind, weil sie einfach schlecht waren. Nein, ich war so die ganze Zeit so ein bisschen auf der Engländer ihrer Seite, weil ich gedacht habe, ja, die haben ordentlich gespielt, aber dann nach unserem Deutschlandspiel, was über unser Mädchen, was damals oder was so geweint hat im Stadion, wie sie da drüber hergefahren sind und wie sie sich da verhalten haben und dann auch die Nationalhymnen auch bei den Dänen vor allem und genau, so das war teilweise boykottiert haben mit,
mit Auspfeifen und Lärm machen, bin ich total rübergegangen zu den Italienern und habe mich total gefreut, dass die Italiener gestern gewonnen haben. Das kann man so unterstützen. Das sind übrigens genau die Argumente, die mich auch so ein bisschen, ich sag's mal, wie es ist, salopp sehr gestört haben, dass man Mannschaften während der Nationalhymne auspfeift und so weiter und so fort. Fand ich ein bisschen uncool. Die Mannschaft kann nichts dafür, genau. Ist klar. Aber dennoch ist man da irgendwie dann schon ein bisschen voreingenommen. Vor allem, wenn das eigene Land, mein Herz schlägt ja für zwei Länder in der EM. Die eine ist nach der Vorrunde mit Ach und Krach rausgeflogen, die Türkei, was sehr, sehr traurig für mich war. Dann habe ich meine ganze Hoffnung in die deutsche Nationalmannschaft gesteckt. Das wird übrigens auch eine Frage noch sein, falls es euch interessiert. Wir werden auch über die deutsche Nationalmannschaft noch quatschen. Das heißt, letztendlich bist du jetzt im Nachhinein recht froh, dass die Italiener das doch noch mit heimgenommen haben. Ich bin froh, dass die Italiener gewonnen haben. Sie haben es auch verdient. Mit dem ältesten Torschützen der EM? Als erstes Mal, wenn Bonucci und Chiellini da hinten drin stehen, die wirklich alles wegräumen und in ihrem Alter nochmal Europameister geworden sind, hat es mich auch besonders natürlich für die zwei gefreut. Als absoluter Profi, wie fandest du es, dass die Engländer 15 Minuten lang Gummi gegeben haben? Es sah so aus, wie wenn sie die Italiener zerfetzen würden. Und plötzlich spielt England ein klassisches Catenaccio gegen die Italiener und wartet bis in die Nachspielzeit, um sich überhaupt zu wehren. Ja, das war verwunderlich. Also ich habe die erste Halbzeit, fand ich, hat England war die klar bessere Mannschaft. Da haben sie auch zu Recht 1-0 geführt. Mit einem wahnsinnig schönen Tor. Ja, da haben wir die Italiener einfach zu wenig gemacht. Ich glaube, dass die Italiener selbst überrascht waren von dem Ganzen, wie die Engländer vorne angegriffen haben, wie sie vorne gepresst haben schon. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit hat dann die Italiener sind dann besser geworden. Ich habe dann das Gefühl gehabt, die Engländer waren so ein bisschen K.O. Von dem ganzen Turnier, von den Spielen. Und nochmal am Schluss hat, glaube ich, auch verdient Italien gewonnen. Sie waren halt auch einfach, finde ich, abgebrühter und haben das wirklich gut durchgezogen. Ja. Die Engländer waren, muss man auch sagen, relativ jung. Die zweitjüngste Mannschaft der EM mit 25,3 Jahren, schieß mich tot. Die jüngste war, gute Ausrede für mich als Türken oder Deutschen mit türkischen Wurzeln, nehmt es wie ihr wollt. Wir waren die jüngste Mannschaft, die Türkei ist eine gute Ausrede, kann man sagen, deswegen hat es nicht geklappt. Aber ja, letztendlich war es ein sehr spannendes Finale. Das Elfmeterschießen war ja unglaublich. Das hat mich gefreut, dass es so dramatisch und spannend war. Ja, die Engländer und Elfmeterschießen, ne? Vor allem in dem Stadion, das ist halt auch vielleicht nicht so das gute Anzeichen gewesen vorher. Springen wir mal zu was anderem. Ich habe mir hier explizit mal ein Zitat von dir notiert, wenn ich es denn jetzt hier auch finden würde. Du hattest mal gesagt, dass man beispielsweise nicht immer die Trainer rausschmeißen soll, wenn was nicht funktioniert im Fußball. Bin ich ja voll deiner Meinung, weil letztendlich stehen da mindestens mal 11 Leute auf dem Platz, die viel Schlimmeres machen. Ein Stürmer, der 20 Millionen im Jahr verdient und aus 3 Metern Entfernung 5-mal hintereinander nicht trifft. Einmal passiert es jedem Menschen mal. Einen Elfmeter kann man auch mal an die Isar schießen. Aber es ging jetzt eben darum, man sollte doch auch mal Spieler rausschmeißen, wenn die Scheiße bauen und nicht immer nur auf den Trainern rumhacken. Und Trainer sollten auch mehr verdienen und wertvoller sein, meintest du auch mal. Das heißt, die jüngsten Ereignisse, zum Beispiel Julian Nagelsmann jetzt bei den Bayern, für grob, sage ich mal, keiner weiß es genau, 20 Millionen als teuerster Trainer und mit der Flaggschiff-Transfer der Bayern dieses Jahr. Wie findest du die Entwicklung? Geht es in die Richtung, wie du dich mal freuen würdest darüber? Naja gut, es ist ja erstmal nur die Ablösesumme gewesen, ne? die Bayern an Leipzig bezahlen musste. Klar wird Julian ein richtig gutes und ein großes Gehalt haben, aber es ist der richtige Weg auch. Wie gesagt, man sagt ja immer, der Trainer ist das leichteste Glied der Kette. Bevor ich 3 Spieler rausschmeiße, schmeiße lieber den Trainer raus. Meistens ist es dann so, dass die Spieler alle viel mehr Geld verdienen wie ein Trainer, aber jetzt geht man so ein bisschen in die Richtung, dass die Trainer richtig gutes Geld, also dass die Vereine auch nicht mehr so einfach haben. Aber trotz allem ist es so, wenn der Erfolg nicht da ist, werden die Trainer wahrscheinlich weiterhin büßen müssen. Und ich hoffe, dass irgendwann mal der Tag kommt, wo dann mal ein Verein hingeht und schmeißt da mal einen Spieler raus. Bin ich ehrlich gesagt voll bei dir. Da gibt es auch noch eine Frage, die ich mir notiert habe zum Spielerverhalten. Das passt dann ganz gut. Aber denkst du, dass jetzt Julian Nagelsmann auch der Heilbringer für die Bayern sein wird? Denn wenn man die letzten Jahre sich mal anschaut, gab es immer so ein Muster. Ein Trainer war super beliebt, egal wer es war, ob es ein Louis van Gaal war. Es war der beste Trainer der Welt. Man hat
jegliche Titel gewonnen. Gerade er hat zum Beispiel viele aus der Jugend rausgeholt, die heute absolute Superstars sind oder mittlerweile sogar waren. Ein Jahr später hieß es aber plötzlich, der Trainer ist nichts, mit dem kann man nichts anfangen, die Spieler mögen ihn nicht. Dann kam der Neue, das war der tollste Trainer der Welt. Ein Jahr später hieß es, der ist nichts. Meinst du, das könnte mit Julian Nagelsmann? Besteht das Risiko? Nee, Risiko besteht ja immer, ne? Aber ich glaube, dass mit Julian, der sehr jung ist, er ist 33, glaube ich, jetzt im Moment. Und ich glaube einfach, dass ihm die Zukunft gehört. Und ich glaube, dass auch Bayern jetzt so ein Umdenken bekommt, auch längerfristig wieder mit Trainern zu arbeiten, weil man ja gesehen hat, jeder Trainer, der längerfristig da war, hat auch mehr Erfolge gehabt. Ne? Natürlich ist ein Trainer immer davon abhängig, was die Mannschaft macht, wie erfolgreich man spielt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Julian Nagelsmann seine Mannschaft nicht besser macht. Ich glaube, der wird Bayern nochmal ein Stückchen besser machen. Da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin Bayern-Fan. Ich hoffe, das wusstet ihr. Wenn nicht, bleibt brav in den Kommentaren. Ja, seid artig, man kann miteinander reden. Ich wurde mal von einem Zuschauer auf ein Dortmund-Spiel eingeladen. Ich warte immer noch drauf. Sehr, sehr gerne. Und ich habe sogar versprochen, einen Dortmund-Dress anzuziehen. Denn letztendlich geht es mir um Fußball und nicht um irgendwelche Farben. Das wisst ihr, glaube ich, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Um mal wieder den Schwenk Richtung E-Zigarette, Richtung Dampfen zu machen. Wie reagiert jetzt dein Umfeld eigentlich, wenn man dich mit so einer E-Zigarette sieht? Ich denke, da wird es den einen oder anderen geben, der sagt, was hast denn du da in der Hand? Oder vielleicht, oh mein Gott, warum machst du das? Gibt es solche oder sind die eher interessiert und sagen, zeig mal her, was hast denn du da Tolles? Sowohl als auch, also beides. Ne? Klar, jeder, wo mich da mit einer E-Zigarette sieht, der ist dann überrascht, konnte sich sowas gar nicht vorstellen, weil ich, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Jahre rauche und deswegen ist der eine oder andere überraschend. Der eine oder andere fragt natürlich auch mal, wie das so ist und probiert dann auch mal und findet es gar nicht schlecht. Das finde ich cool. Hat schon mal jemand gefragt, wo du sowas her hast oder wollt mal sowas haben von dir? Ja, klar. Gerade von meiner Freundin, der Sohn, möchte auch jetzt so ein bisschen in die Richtung E-Zigarette gehen und der wird die jetzt auch bekommen und kann man ja, die Homepage ist ja jetzt soweit fertig. Und da kann man ja auf die Homepage gehen und kann die ja dann auch bestellen. Ich glaube, dass das auch die Zukunft ist. Ich meine, die Zigarettenschachtel wird immer teurer. Mittlerweile, glaube ich, kannst du schon eine große Schachtel kaufen für 15 Euro. Wenn man das mal umrechnet, sind 30 Mark. Also das ist schon noch ist schon sehr teuer. Und dann ist man doch da billiger, weil ja das Leben auch ein bisschen teurer wird. Ja. Und deswegen, glaube ich, wird die Zukunft auch der E-Zigarette gehören. Weil einfach die Preise dann auch noch verhältnismäßig sind gegenüber der Zigarette. Ja, viele hören tatsächlich das Rauchen auf dem Fang mit dem Dampfen an, gar nicht wegen dem gesundheitlichen Aspekt, weil sie sagen, es ist weniger schädlich. Von gesund brauchen wir natürlich nicht sprechen, das wäre Heuchlerei. Allerdings verfallen sie dem sogenannten Haben-Will-Virus, ja, und dann kommt dieses Gerät raus und jenes Gerät und da gibt es jetzt ein Liquid, beispielsweise ein Wodka-Lemon-Liquid, wo man dann sagt, oh, das brauche ich, das will ich probieren. Gespart hat man dann nicht viel, denkt aber tatsächlich auch ab und zu an den Gesundheitsaspekt, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Dazu habe ich schon sehr, sehr viel gesagt. Jetzt hast du natürlich über den Preis gesprochen, der lukrativer ist, gerade ja, die 15-Euro-Schachteln, Grüße gehen raus an meine Mom, die immer 15 Euro pro Schachtel ausgibt, obwohl sie gefühlt 20 Geräte von mir schon bekommen hat. Allerdings gibt es da relativ schlechte Nachrichten. Ich finde das ganz gut, dass du da noch gar nicht so tief in der Thematik bist, denn die E-Zigarette erwartet jetzt eine harte Steuer. Gut, worauf zahlen wir keine Steuer? Das ist richtig, aber wenn du jetzt mal den Betrag hörst, es geht so in dem Raum rum, das ist alles noch nicht zu 100% fix, wir wissen alle noch nicht Bescheid, aber so eine 10-Euro-Flasche Base könnte in 3 Jahren 330 Euro kosten. Wie 330 Euro? Ich habe gehofft, dass diese Reaktion kommt. Ja, tatsächlich ist das gerade im Gespräch, dass eine so hohe Versteuerung kommt, dass wir bis zu 32 Cent pro Milliliter 2023 zahlen werden. Noch weiß keiner so genau, wie auf welche Sachen, weil man braucht ja eine Base, um diese Aromen dann aufzufüllen und sowas. Und da haben wir ja meistens eine Literflasche. Bei 32 Cent pro Milliliter wären wir da bei 320 Euro. Aber das wäre ja dumm. Ich meine, man redet ja immer, unsere Politiker sind ja immer für Gesundheit und man muss aufpassen und, und. Wenn du den Leuten von heute auf morgen so eine Preise vorsetzt, die sich keiner mehr leisten kann, da musst du aufhören, da ist man ja mit der Gesundheit auch gefährdet. So einfach ist es ja mal nicht zu sagen, ich höre mal morgen auf zu rauchen. Richtig. Also natürlich ist es, gesundheitlich muss man immer aufpassen, ist klar. Aber ich kann von heute auf morgen nicht sagen, ich hau die Preise so hoch, dass keiner mehr raucht. Weil das ist ja auch gesundheitsgefährdend, wenn man jemanden zwingt, über Nacht aufzuhören.
Und deswegen glaube ich, sollten sich unsere Politiker auch mal wirklich über die Menschen Gedanken machen, die vielleicht schon 30, 40, vielleicht auch schon längere Jahre rauchen. Dass es nicht gesund ist, ist klar, aber wenn ich draußen auf der Straße entlang laufe, ist das noch alles gesund? Also ich glaube, man muss auch ein bisschen, den Rauchern hat man schon viel weggenommen, dass man in den Kneipen nicht mehr rauchen darf und, was auch gut so ist teilweise, oder in den Restaurants, klar. Aber man muss schon aufpassen, dass man dann auch nicht die Gesundheitsschiene so übertreibt, dass wenn einer aufhören muss, weil die Preise zu hoch sind, das ist dann auch schon gesundheitsgefährdend. Jetzt hast du ja drei Sorten in deiner eigenen Linie, hast du ja gesagt, schwarz-rot-gold in den Farben Deutschlands. Hast du eventuell Pläne oder Überlegungen, dass es vielleicht für die Fans oder für die Dampfer noch weitere Sorten geben wird? Ja, wir werden sicherlich mal drüber nachdenken. Ich bin ja bekennter Wodka-Trinker. Ich habe ja meinen eigenen Wodka auch schon auf den Markt gebracht. Und ich bin bekennter Wodka-Lemon-Trinker. Ich glaube, das ist so die nächste Aufgabe, vielleicht einen Wodka-Lemon-Geschmack noch zu kreieren. Und dann wäre ich erstmal abgedeckt. Das hört sich auf jeden Fall super cool an. Ich stehe auf so exotische Sachen. Ich war selber tatsächlich mal drauf und dran, eine Alkohollinie zu machen mit Cocktails. Mein Vater wollte eine Kirschgeiß haben, dass ich die für ihn mache. Die wollte ich dann auch Papa nennen. Habe ich auf Eis gelegt, aber finde ich cool. Das heißt, man könnte damit rechnen, dass vielleicht mal ein Weinchen kommt, ein Weingeschmack, ein alles, Feierabendbierchen. Genau, alles möglich. Lemon. Stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Gut, kommen wir wieder zurück zum Kicken. Die EM 2021, ich habe mir hier zwei Schlagwörter aufgeschrieben, Highlights und Lowlights. Was waren so die drei Sachen, wo du sagst, das hat mich gefreut, und drei Sachen, die dir so spontan einfallen, wo du sagst, das war überhaupt nichts, absoluter Schmarrn? Schwierig. Also absolut gar nichts war mal die Türkei. Ist nicht böse gemeint, aber ich habe von der Türkei, muss ich sagen, habe ich mehr erwartet. Ich habe sie ja auch gegen die deutsche Nationalmannschaft gesehen, wie gut sie da teilweise gespielt hat. Also es war für mich eine totale Überraschung, dass sie die Vorrunde nicht überstanden auch haben. Auch gegen Frankreich in der WM-Qualifikation. Sehr gut gespielt, genau. Und das war total überraschend. Also das ist so ein Ding gewesen, wo für mich völlig überraschend war. Und ja, was war noch so überraschend? Frankreich war eine große Überraschung. Achtelfinale rausgeflogen. War mein Favorit tatsächlich. Ja, meine auch. Meine auch, genau. Und war ein Dritten, weiß ich jetzt gar nicht. Oder irgendwas, was dich allgemein an der EM gestört hat? Ich meine, viele... Naja, gestört hat mich natürlich, in 11 Ländern zu spielen. Ja. Ne? Was völlig an den Haaren herbeigezogen ist, dass man eine Europameisterschaft in 11 Ländern macht. Dann muss England muss nur einmal reisen im Viertelfinale, und sonst haben sie 6 Heimspiele gehabt. Ja. Wettbewerbsverzerrung meines Erachtens und auch eigentlich gar nicht tragbar. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man die nächste Europameisterschaft vielleicht mit 32 Mannschaften noch macht, also noch mehr aufbläht und dann in noch mehr Ländern verteilen möchte, dann muss ich sagen, dann haben die ja wirklich den Schuss nicht gehört. Was war positiv? Positiv war Eriksson, muss man da an erster Stelle nehmen, der ja den Zusammenbruch erlitten hatte, der Gott sei Dank das alles überlebt hat, dem es mittlerweile ja wieder sehr, sehr gut geht, oder den Umständen entsprechend sehr gut geht. Das war total positiv. Wir waren ja alle vorm Fernseher gesessen, waren völlig geschockt, und ja. Muss man natürlich auch seinen Mitspieler Kier, der ja eigentlich alles dafür getan hat, dass man ihm noch helfen konnte, ne? Nachdem er ihm die Zunge dann aus dem Hals geholt hat und alles, muss ich sagen, schlimme Bilder wurden am Schluss dann zu tollen Bildern, wie dann die Mannschaft sich außenrum gestellt hat, dass keine Fotografen, dass man keine Handyvideos machen kann. Ich muss sagen, die dänische Mannschaft hat mich total positiv überrascht. Und ich hätte mir so gestern gewünscht, nicht den Torhüter zum besten Spieler des Turniers zu nehmen, sondern ich fände oder hätte erst eine große Geste empfunden, wenn man Kjær oder vielleicht auch Eriksson als Spieler des Turniers genommen hätte, weil einer von beiden hätte es dann, glaube ich, auch verdient. Absolut nachvollziehbar. Ich denke, da hat man wahrscheinlich Angst gehabt vor der Reaktion
des sportlichen Aspekts. Das heißt, letztendlich wird der beste Spieler gekürt. Übrigens, der Torwart, der gekürt wurde, Gianluigi Donnarumma, der Torwart der Italiener, der Nachfolger des großen Gigi Buffon, hat den Titel jetzt bekommen. Ich bin aber bei dir. Ich habe tatsächlich auch erwartet, dass es heißt, dass Eriksen der Mann des Turniers gewählt wird. Horrorbilder, ich habe es nicht im Fernsehen gesehen. Mir hat nur mein Vater geschrieben während dem Spiel, dass der Kapitän der dänischen Nationalmannschaft auf dem Feld verstorben ist. Ja, das war ja die erste Reaktion. Ja. Ne? Aber da sind wir ja immer mit den Medienberichten sehr, sehr schnell ganz weit vorne mit erstmal alles schlecht und dann, wie gesagt, erstmal abwarten. Und dann, Gott sei Dank, hat es sich ja gedreht und er hat alles überlebt und ist auch erfolgreich operiert worden. Wir hoffen alle, dass er bald wieder zurückkommt und hoffentlich auch wieder auf der Profi-Ebene spielen kann. Denn er ist auch ein sehr, sehr großer Name natürlich. Und also, dass eine Mannschaft auch übrigens so weit kommt im Turnier, die so schockierend ihren Kapitän verliert, muss man auch mal sagen, Respekt. Für viele übrigens der Geheimfavorit der EM gewesen. Ich habe sie belächelt, weil ich gesagt habe, nein, die Türkei ist ein Geheimfavorit. Im Nachhinein tut es mir wahnsinnig leid, dass ich diesen Satz ausgesprochen habe. Aber gut. Vielleicht noch ein Punkt, wo du sagst, in der EM, ich meine, mal davon abgesehen, dass es eine EM gab, ich glaube, das ist für alle toll gewesen, die Fußball mögen, Gott sei Dank. Ich gebe dir übrigens recht, das mit den Ländern ist sehr unfair. Entweder spielst du in jedem Land einmal oder nur in einem, weil dann gibt es zwar ein Heimteam, aber so ist es halt und nicht die Hälfte der Mannschaft oder vier oder fünf haben ein Heimspiel, die anderen nicht. Aber noch irgendwas anderes, wo du sagst, das war toll gemacht, trotz der Umstände? Das war toll, ja. Wie gesagt, ich glaube, das Überwiegende ist mit Eriksson, was vielleicht auch negativ, was man noch bewerten kann, ist natürlich Ungarn mit 56.000 Zuschauern, Wembley mit 65.000 Zuschauern. Die Inzidenzen sind sehr hoch in England und man lässt da die Leute trotzdem aufeinander los und ohne Maske, ohne alles. Das muss man natürlich auch noch in die negative Schublade mit reinlegen. Ansonsten positiv war wahrscheinlich, dass halt ja keine Ausschreitungen unter den Hooligans mal gewesen sind oder fast keine. Stimmt, bis auf gestern die Engländer, die dann auf die Italiener losgegangen sind nach dem Spiel. Ja, aber die Engländer haben ja sowieso viel Kredit verspielt in der ganzen während der ganzen Europameisterschaft mit Beleidigung gegen das kleine Mädchen mit 8 oder 9 Jahren im Stadion, das deutsche Mädchen mit der Nationalhymne auspfeifen der gegnerischen Mannschaft. Und ansonsten, ja, das am Schluss muss man sagen, bin ich froh, dass die Italiener geworden sind. Und so, jetzt sollen wir das mal abhaken. Und jetzt freuen wir uns dann auf nächstes Jahr, auf die WM im Winter. Wird ja auch außergewöhnlich für uns. Das denke ich auch. Mit einem neuen Trainer, mit einer hoffentlich neuen, schönen Zukunft. Etwas, das mich sehr gestört hat, war, das habe ich mir auch hier notiert, wir sind im Zeitalter des Video Assistant Referees, wo man sowieso hunderte Kameras hat, die ständig alles filmen. Ja, man kriegt einen Sergio Busquets mit, der beispielsweise nach einem Foul am Boden liegt, zwischen den Fingern durchguckt, ob der Schiedsrichter das gesehen hat, als ob man das hinterher nicht sehen würde. Ja, es gab eine schöne Aktion, in Anführungszeichen, also das meine ich nicht ernst natürlich. Rüdiger hat Paul Pogba in den Rücken gebissen beispielsweise. Versucht, ist auch relativ groß der Kerl. Ein Immobile hat was nicht sehr Schönes gemacht. Der Elfmeter der Engländer im Halbfinale hätte kein Elfmeter sein müssen. Findest du, dass es mittlerweile an der Zeit ist, 2021 zu sagen, dass solche Charaktere nachträglich bestraft werden für solche Aktionen, dass die vielleicht mal gesperrt werden für 5 bis 10 Spiele oder ausgeschlossen aus dem Turnier? Naja gut, mit Rüdiger muss man ja sagen, er hat ja Glück gehabt, ne? Dass es keiner gesehen hat, dass er nicht richtig zugebissen hat, aber allein der Versuch ist normalerweise strafbar. Man hat ja Suarez damals auch lange bestraft und er war ja auch der Beißer der Nation. Ne? Also da muss ich sagen, hat er Glück gehabt, war auch kein schönes Verhalten von Antonio Rüdiger. Und deswegen natürlich muss man im Nachhinein auch Immobile, der eine Schwalbe macht. Andreas Möller ist ja mal verurteilt worden zu einem Spielsperre, weil er eine Schwalbe gemacht hat. Über den Videoschiedsrichter, klar, Elfmeter. Es war vom Grunde her kein schlimmes Foul, aber es war auch keine hundertprozentige Fehlentscheidung, ja, weil er ihn ja leicht berührte. Ja. Von daher, aber in so einem wichtigen Spiel, so kurz vor Schluss, muss ich ja schon sagen, sollte auch ein Schiedsrichter so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür haben,
wenn es kein hundertprozentiges Foul war, muss man denn unbedingt geben? Ich hätte ihn eher nicht gegeben, wie gesagt, aber ich glaube, den Videoschiedsrichter wird man noch lange Jahre diskutieren. Es wird immer mal Entscheidungen geben, warum er nicht eingreift, warum hat er eingegriffen, also von daher. Ja, es gab ja auch die rote Karte gegen einen Schweizer im Turnier, der den Ball gespielt hat. Dann hieß es plötzlich, es war ein Foul und rote Karte. Der Videoassistent überprüft und sagt, es gibt kein Kontra dagegen und der hat die rote Karte. Ja, klar. Er spielt den Ball, im Nachhinein trifft er ihn brutal. Mit der Fußspitze, nicht mit der Sohle? Genau, muss man schon sagen, er trifft ihn halt schon, aber klar, dann hätte er, ja, dann hätte der Schweizer Spieler halt nicht zum Ball gehen dürfen und hätte ihm dann dem Gegner den Ball überlassen müssen. Das macht ja auch keiner. Also das ist immer sehr, sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Eine rote Karte war es für mich keine. Es war, man kann über eine gelbe Karte drüber nachdenken. Es war ein Kampf um den Ball. Und wenn ich einen Ball jetzt grätsche und schieße ihn weg dabei und ich kann halt nicht sofort abbremsen, also ich rutsche immer dann ein paar Zentimeter oder einen halben Meter, Meter vielleicht auch dann noch weiter, dann kann sowas schon mal passieren. Es ist aber ein Kampf um den Ball und deswegen war es für mich auch keine rote Karte. Also von den Fouls jetzt abgesehen, aber gerade so Sachen eben wie Beißen, ich meine, da gab es ja auch eine sehr, ich finde es persönlich, ich muss immer wieder lachen und bin erstaunt über Olli Kahn damals, er hatte auch so eine Beißattacke. Würdest du sagen, im heutigen, also 2021, ist es okay, so wie man es nimmt, dass man sagt, wenn es extrem ist, muss was passieren? Ich würde bestrafen. Ich würde der Versuch eines Foulspiels ist strafbar. Also gerade der Versuch einer Schwalbe ist strafbar. Er hat versucht, ihn zu beißen und das muss man bestrafen. Das muss man klar und deutlich sagen und deswegen hätte er eine rote Karte verdient gehabt. Finde ich auch. Nee, es macht einfach wahnsinnig als Fan, als neutraler Beobachter vielleicht auch zuzuschauen und solche Sachen zu sehen und sich dann hinterher zu denken, kommt er damit einfach durch? Also das fand ich immer... Leider. So, was habe ich da noch so? Die eine Frage habe ich jetzt genommen. Das war mir nämlich sehr, sehr wichtig. Da wir ja keine Werbepause haben... Mit Rauchen ist ja bei dir schwer, dass ich aufstehe, aber dann kann ich ja theoretisch mal schnell an meine E-Zigarette. Das macht mich als Dampfer wahnsinnig stolz, sowas aus deinem Mund zu hören. Muss ich jetzt schon mal sagen. Übrigens, meine Nervosität hat sich langsam ein bisschen gelegt. Ich hoffe, das merkt man auch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie Ferhat geschwitzt hat vorhin. War voll aufgeregt, unglaublich. Habe ich noch nie gesehen. Ein Mann aufgeregt wegen mir. Noch, ja, siehst du? Ich hoffe, das nimmst du auch irgendwie ein bisschen positiv auf. Natürlich. Ich habe hier noch eine sehr interessante Frage, auch nochmal zum Fußball, bevor ich dir die allerletzte Dampferfrage stelle. Du hast auch mal gesagt, die heutigen Fußballer haben Krankheiten wie beispielsweise eine Schambeinentzündung, die es in meiner Zeit gar nicht gab. Ja, wir haben uns aufgerappelt, zweimal gehustet und dann ging es weiter. Wie findest du es dann? Ich meine, klar, das Turnier ist jetzt vorbei, aber die Aussage von Marco Reus, harte Saison gehabt, nicht fit fühlt er sich, dass er dann, obwohl er so viel Verletzungspech hatte, nie bei den großen Turnieren wirklich dabei sein konnte, dass er dann sagt, deswegen bleibt er zu Hause. Hättest du dir gewünscht, dass er sagt, du, ich kneife jetzt die Pobacken zusammen, ich ziehe das durch für mein Land? Oder? Das ist schwierig. Also, wenn man für sein Land spielen darf, dann sollte man das auch machen. Du hattest ja das wahnsinnige Pech, 96. Ja, genau. Ich wurde ja auch operiert. Also, auf der einen Seite kann man nachvollziehen, den Gedanken von Marco Reus, der sehr viele Verletzungen die letzten Jahre hatte, dass er vielleicht auch mal eine Pause brauchte, aber er hat noch kein großes Turnier mitgespielt. Er hätte uns sicherlich in der Form, in der er zuletzt war in der Bundesliga, hätte uns sicherlich auch helfen können oder hätte uns auf jeden Fall geholfen. Aber letztendlich muss man die Entscheidung auch akzeptieren. Er hat in seinen Körper gehört, er hat für sich entschieden, er braucht eine Pause, er muss sich erholen, um vielleicht auch die nächsten Jahre doch noch erfolgreich Fußball spielen zu können, erfolgreich in dem Sinn, mit weniger Verletzungen vielleicht. Und er braucht halt irgendwann auch mal im Körper ein Signal und zu sagen, so, ruh dich mal aus, der Körper kann nicht mehr. Und das hat er so entschieden und das muss man, glaube ich, auch so akzeptieren. Ich finde es nur sehr interessant, dass gerade jetzt nach dem EM-Verlauf für die deutsche Nationalmannschaft niemand darüber spricht, was wäre, wenn er dabei gewesen wäre. Denn alle reden darüber, keine Stürmer mehr, keine Tore werden geschossen. Marco Reus ist ja auch kein direkter Stürmer, ist ein Außenspieler, haben wir genügend. Oder hängende Spitze auch gerne mal. Genau, für diese Position. Er hätte nochmal, es wäre einfach gewesen in der Form, wo er war, weil alle, die gespielt haben, außer Form waren. Sané, Gnabry, Werner. Oder außer Position.
Genau. Muss man leider auch sagen. Da hätte er auf jeden Fall uns helfen können, aber nochmal, ich glaube, das muss man so akzeptieren und von daher, es geht weiter. Hättest du Bock, in eine Zeitmaschine zu springen, sozusagen im Zeitalter, oder besser gesagt, jetzt im Zeitalter des Cristiano Ronaldo, des Messi, man spricht ja immer von den besten Fußballern aller Zeiten, dann kam plötzlich ein Mbappé, Gott sei Dank, weil sonst waren es immer nur diese zwei Namen. Hättest du nicht Bock, heute wieder ein Trikot anzuziehen und zu sagen, ich zeig denen mal eigentlich, wo der Hammer hängt? Naja gut, das ist ja immer hypothetisch sowas, ne? Ich meine, klar hat man früher auch ordentlich im Fußball gespielt, aber heute ist ja alles... Heute könnte ja keiner mehr mithalten, die früher gespielt haben. Sind ja viele der Meinung. Ich glaube, viele würden sich wünschen, wenn mal Basler heute nochmal spielen würde, weil dann hätten sie auch nochmal ein bisschen Spaß im Stadion und dann würden sie auch nicht immer nur das Ballhalten sehen, sondern auch mal wird auch mal einer aufs Tor schießen aus 30 Metern. Oder aber auch mal einen Freistoß treffen. Auch mal ein Freistoßtreffen, ja, ein direkt erzieltes Freistoßtor bei dieser Europameisterschaft. Gott sei Dank. Von den Dänen. Das spricht ja auch Bände. Standardsituationen sind sowieso eine Vollkatastrophe. Dafür Eigentorrekord. Das auch noch, ja. Aber wie gesagt, das ist hypothetisch, das zu sagen. Ich fühle mich so ganz wohl. Ich habe eine schöne Zeit als Fußballer gehabt. Und von daher alles gut. Dich hat jemand, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, in deinem Buch auch verglichen mit Lionel Messi. Soweit ich mich erinnern kann, wurdest du eigentlich schon mal mit Juninho verglichen? Denn das war immer der Spieler, wo ich früher Parallelen gezogen habe, der brasilianische Spieler. Der war nämlich, wurde auch immer als Freistoßgott international gehandelt. Und natürlich war es, dass du damals immer für uns, also wenn ich früher auf dem Bolzplatz einen Freistoß versenkt habe und der ist in den Winkel gelandet, dann ist jeder von uns hat geschrien, ich bin Mario Basler. So war das. Aber es hat mich interessiert, ob du je schon mal mit ihm verglichen wurdest. Nein, überhaupt noch nicht. Das ist interessant, weil das ist so ein Name, der eher dazu gepasst hätte wegen der Freistoß, vor allem auch wegen deiner Eckbälle. Da gibt es ja tolle Videos auf YouTube, wer die nicht kennt, anschauen. Es gibt nicht viele Spieler, die Eckbälle direkt verwandeln, bewusst direkt verwandeln. Gibt es eine tolle Sache, habe ich letztens erst meiner Mutter und meinem Vater gezeigt. So, dann kommen wir abschließend, ich denke, über Fußball. Ich meine, wir könnten natürlich noch über die deutsche Nationalmannschaft philosophieren. Aber da haben wir, die haben genug abgekriegt. Die sollten wir jetzt einmal in Urlaub lassen und dass sie alle mal wir hoffen auf einen guten Start mit Hansi Flick als DFB-Trainer, dass er hoffentlich mal wieder einen klassischen Neuner findet, weil die gibt es nicht mehr, die sind vom Aussterben bedroht. So wie auch Menschen wie du im Fußball vom Aussterben bedroht sind. Ich glaube, der letzte lebende aktive Spieler ist Zlatan Ibrahimovic, wo man sagen kann, der sagt auch, was er denkt, genauso wie du, was super schade ist. Auch so einen könnte die deutsche Nationalmannschaft definitiv mal wieder gebrauchen, der da, ich sag's jetzt mal salopp, die Eier in der Hose hat und zu sagen, Leute, ihr spielt scheiße, gebt mal Gas. Ja, wir haben über das Dampfen gesprochen. Ich finde das eine super, super Sache, dass du in diesem Thema drin bist. Wirklich, das macht mich als Dampfer, als beruflichen Dampf-YouTuber, der diese Szene ja auch komplett verfolgt und sie eigentlich auch lebt, das ist ja mein ganzes Leben, finde ich eine tolle Sache. Und was ich dich abschließend fragen wollte, würdest du dir wünschen, dass mehr Leute aufhören, dieses negative, größtenteils auch falsche, was man in den Medien hört, explodierendes Zeugs und wie auch immer, ich will gar nicht drauf eingehen, würdest du dir wünschen, dass die Aufklärung gerade im gesundheitlichen Aspekt und so wahrheitsgetreuer an die Allgemeinheit kommt, dass mehr Leute einfach davon erfahren, was es eigentlich bewirkt? Ja, natürlich, aber das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Es ist ja immer erstmal alles, was negativ ist, wird ja erstmal besser verkauft. Also die Zeitungen sind ja erstmal in... negativer eingestellt. Es gab vor, weiß ich nicht, 2 oder 3 Jahren oder wann das war, davor ein, weiß ich gar nicht genau, ist ja in den USA einem E-Zigarettenraucher, einem Dampfer, etwas passiert und dann ist ja die ganze Welt, hast ja gedacht, so, jetzt wird alles komplett eingestellt. Ich meine, wir haben jetzt eine Impfung hinter uns, da ist der eine oder andere auch dran gestorben. Es kann immer mal passieren. Es gibt Autos, E-Autos, die sind auch schon explodiert, die sind auch schon in die Luft geflogen. Also, ja, auch mit einem normalen Auto kann man gegen die Wand fahren. Und geht alles. Also man nochmal, ich glaube, dass man sicherlich mehr Aufklärung betreiben sollte. Natürlich, alles was mit Rauchen zu tun hat, ist in erster Linie mal negativ. Das wird erstmal negativ gesehen. Aber wie gesagt, es gibt auch viele positive Dinge dabei. Und da wird einfach zu wenig drüber gesprochen, aber nur, weil das Negative besser verkauft wird. Da gebe ich dir irgendwo recht, ja, auf jeden Fall. Also Negatives macht immer als erstes die Schlagzeile. Sensationsgeilheit,
ja, kann man das ja auch nennen, dass es negativ erstmal die Runde macht. Aber ja, ich würde mir auch definitiv wünschen, dass die Aufklärung einfach besser funktioniert. Jetzt habe ich dich lange genug hier vor meine Kameras gefesselt. Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du die Zeit dir genommen hast, dich mit mir zu treffen. Er hat es euch gesagt, ich habe wirklich geschwitzt wie der arme Sau vorher von Nervosität. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, ob ich das Wodka Lemon von dir in der Zukunft auf jeden Fall mal dampfen kann. Und ich werde ab jetzt werde ich dich verfolgen bei Instagram. Du hast ja so viele Follower und ich werde mich jetzt auch sofort nach dem Interview werde ich dir folgen bei Instagram. Sehr cool. Und hoffentlich auch bei YouTube. Dürft ihr übrigens auch sehr, sehr gerne machen. Ein Abo dalassen und ein Like, falls es euch gefallen hat. Bleibt in den Kommentaren immer recht friedlich, meine lieben Leute. Ja, sagt eure Meinung zu allem, was wir heute besprochen haben. Auch gerne zum Fußball und zur E-Zigarette. Seid aber neutral, geht nicht aufeinander los. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt gesund. Dampft schon weiter, hört auf zu rauchen. Euer Dampfdidas und bye. Ciao, tschüss. Ich schwör's euch, meine Frau hat noch gesagt, magst du mein Abdeckpuder mit dem? Hab ich gesagt, bitte. Ich lauf doch nicht von Mario Basler mit Abdeckpuder rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Ich mach das seit 8 Jahren. Ich hab noch nie bei einem Video gezittert. Früher haben die Weiber immer gezittert bei mir. Ja, dann weißt du ja wohl, aus welcher Schiene ich komme. Darf ich meiner Frau gleich was beichten? Hallo meine lieben Dampferinnen und Dampfer und willkommen zurück zu Dampfdidas. Heute gibt es ein ganz spezielles Video auf meinem Kanal, denn ich darf heute mein Kindheitsidol treffen. Ich bin zu Gast bei Mario Basler. Viele von euch kennen ihn vielleicht als ehemaligen Bundesligaspieler oder Nationalspieler. Ich habe keine Lust mehr. Hallo meine lieben Dampferinnen und Dampfer und willkommen zurück zu Dampfdidas. Heute gibt es ein sehr spezielles Video auf meinem Kanal, denn ich darf heute mein Kindheitsidol treffen. Viele von euch kennen ihn vielleicht aus der Bundesliga. Ich hatte so Angst, dass diese Kameras ausgehen. Die haben hoffentlich alles perfekt gefilmt. Wenn nicht, springe ich von der Brücke. Herzlichen Glückwunsch! Du hast es also wieder geschafft, ein Video von mir zu überleben. Und hast nicht mal, naja, so viel Schaden davon getragen. Falls du jetzt also den Kanal abonnieren möchtest, klick einfach mitten auf mein Gesicht, hier auf die Nase oder aufs Auge, wo du Bock hast. Falls du Lust auf mein letztes Video hast, klicke hier. Oder auf ein random Video, das YouTube tatsächlich für dich aussucht, Freiheiten und so, dann klicke hier. Bis zum nächsten Mal, euer Dampfdidas. Bye!